herzlich natürlich die Hausherrin, die Frau Dr. Perrin. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Staatssekretär Dr. Ude, der trotz eines Sportunfalls zu uns heute gekommen ist, finde ich ganz bemerkenswert. Er wird nachher, beide werden natürlich auch noch zu uns sprechen. Und auch eine wichtige, es gibt viele wichtige Personen, die an dem Projekt heute beteiligt sind, aber die Frau Krämer möchte ich noch erwähnen. Sie ist leicht zu erkennen heute, die Kuratorin vieler dieser Dinge, die wir jetzt hier getan haben. Ja, also heute ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir starten heute ein Projekt, das nenne ich mal so Kurzfassung Bauhaus zum Anfassen. Also wir haben schon, finde ich, und das ist auch heute auch mal die Gelegenheit, das zu würdigen, wir hatten wirklich zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und der Stiftung Bauhaus Dessau eine sehr gute Zusammenarbeit, und ich finde, so wie wir uns das aufgeteilt haben, war das auch gut. Ich denke auch, dass es ein ganz besonderes Projekt ist, weil es an eine ganz spezifische Tradition des Bauhauses anknüpft, nämlich in der Stadt aktiv zu sein. Ich freue mich ganz besonders natürlich auf den Parcours, den wir ja gleich begehen werden. Die Installation heißt Objekte bewegen, und auch die Menschen sollten sich damit bewegen. Ich glaube, das tut dann gleich allen ganz gut. Die Passagen mit ihren 5 Installationen führen vom Bauhaus in die Stadt. Sie feiern zum Bauhausjubiläum 100 die Verbindung von Bauhaus und Dessau. Denn Dessau hat das Bauhaus in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts maßgeblich gefördert. Die Passagen knüpfen dazu an Wassily Kandinskys Malerei und Bewegungslehre an. Punkt, Linie, Fläche. Und setzen sie räumlich in dreidimensionaler Form um. Eine Kugel rollt vom Bauhaus zum Seminarplatz, trifft dort auf das lineare Gestänge und mündet in den Tunnel der Unterführung des Bahnhofs. Die Passagen inszenieren ein neues Gehen. Gehen als eine Fortbewegungsart der Zukunft.
anders als beim Automobil ist das Gehen klima-, menschen- und körperfreundlich. Beim Gehen sind die Menschen in direktem Kontakt miteinander und mit den Dingen. Sie können miteinander sprechen, berühren die Objekte, den Boden und hören den Lärm und riechen die Gerüche der Stadt. Sie spüren Wind und Wetter. Im Gehen erleben die Menschen die Atmosphären der Stadt. So sind die Objekte der Installation einheitlich in anthraziter Farbe gehalten, um das Augenmerk auf die unterschiedlichen Materialien zu lenken. Die Installationen sprechen den taktilen Sinn an, fordern auf, die Objekte zu berühren. Mal sind sie elastisch, mal rau, glatt, hart und weich, leicht und schwer. Die Objekte öffnen und begrenzen die Räume, sind Hindernisse und Übergänge. Sie sind zum Springen und Spielen. Still wehen die Fahnen im Wind und öffnen neue Blicke. So können die Passanten den Stadtraum beim Gehen spielerisch neu erfahren. Das Projekt macht Lust auf eine andere, klimafreundliche Mobilität.